Da hinter mir seht ihr die versteckten Kwame Falls in St. Mary. Die abenteuerliche Wanderung, wie ich hier hingekommen bin, seht ihr in diesem Video. Hallo und willkommen zu Zeig mir Jamaika. Mein Name ist Ricarda und heute nehme ich euch mit auf die Wanderung zu den versteckten Kwame Falls in St. Mary. Kwame war ein Verbündeter von Taki in der Rebellion 1760, aber dazu später mehr. So, wir fahren jetzt nach Robins Bay, wo wir unseren Guide Dwayne treffen. Der kleine Ort Robins Bay hier in St. Mary ist ähnlich wie Treasure Beach. Es ist ein kleines Fischerdorf mit noch richtig urtümlichen jamaikanischen Charakter. Ich würde euch raten, schnell nochmal Robins Bay zu besuchen, denn es gibt Gerüchte, dass hier ein großer Investor das Land gekauft hat und einen riesen Hotelklotz hier herstellen will. Ob das stimmt, weiß keiner, aber es wäre nicht das erste Mal. Jetzt stellen wir uns erstmal unter, weil es gerade gießt wie aus Kübeln. Das ist der Guide, das ist Dwayne. Dwayne kommt ursprünglich aus Kingston, aber die Stadt war nichts für ihn. Ihn zieht's in die Natur und jetzt kennt er ja mittlerweile jeden Stein und auch jeden Vogel. Dwayne macht nämlich auch Birdwatching-Touren und führt uns jetzt hier durch den Busch zu den Kwame Falls. Also St. Mary hat hier echt auch eine richtig geile Landschaft. Gib dir diese Wurzeln, ey. Das ist ein Feigenbaum, ein Ficus. Okay, but this is known as the running fig tree. Within the roots run along the hedges. But this is a beauty, man. You know when it's a beauty? When the winter come in and it start to spring. This is a female. Schmetterling. You're looking up right there. Boah, und hier scheint's abzugehen. Ja, das ist bestimmt mal irgendwie auch ein Fluss hier. Ab und zu mal kommt hier bestimmt auch Wasser runter. Wir haben ja gerade Maracuja gefunden, also Passion Fruit. Es ist eine meiner Lieblingsfrüchte. Sehr gesund und sehr lecker. Das ist nicht toll, die Küste von St. Mary. Die Wanderung ist nicht wirklich anstrengend vom Schwierigkeitsgrad her, aber es ist eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Also seid gewappnet, bringt, wenn ihr die Wanderung macht, ganz, ganz, ganz viel zu trinken mit, weil ihr alles wieder rausschwitzt. Also das ist echt, echt krass. So the furthest point is which one? Galena. And this short one, the closest one here? This close one, is, well, this one here is within Black Sand Beach. Okay. Ooh, so far we have to walk. Come on, we're rich. Down below here, we have Nikki Bay Beach. And once you hit Nikki Bay Beach, you actually finish the journey. So you're just going to go up and then down into Black Sand Beach. Also 1760 hat Taki die Easter Rebellion, die Osterrebellion angezettelt. Und zwar haben sich da die Sklaven, die sich befreien konnten, zusammengefunden in der Nacht zu Ostermontag und haben das Waffenlager in Port Maria geplündert und sind dann ein Vierteljahr lang auf die Plantagen losgezogen und sind dann aber leider in Unterzahl niedergeschlagen worden. Dann ist Taki gehängt worden auf dem Platz vorm Gericht in Port Maria. Ja, und Kwame war sein Verbündeter, der sich dann in der Höhle hinterm Wasserfall, Kopf einziehen, versteckt hat. Die zeige ich euch dann gleich. Ich bin gespannt. Dwayne hat gesagt,
dass die Wasserfälle wahrscheinlich ziemlich trocken sein werden. Obwohl die Insel ganz viel Regen kriegt zurzeit, ist es hier, wie auch in Treasure Beach, sie kriegen kaum Regen ab. Leider. Ich bin gespannt. Als ich das letzte Mal hier war, waren sie auch richtig trocken. Ja, er meinte, es könnte eventuell tröpfeln. Umso besser, dann sehen wir nämlich die Höhle. Also ja, wir können gespannt sein. Vielleicht gibt es trotzdem eine kleine Abkühlung nach dieser schweißtreibenden Wanderung hier. Jetzt sind wir hier am wunderschönen Nikki Bay Beach auf dem Weg zu den Guana Falls. One of them places where waterfall usually known as a farmland, you know. Even on the farm, them land, you know. And if you notice right along the northeast coast, you notice you will see a lot of British army barrack, windmill. Who is that crab? Big one. Well, they took it as their island, so that's what it is. Mm-hmm. And if you go to Indonesia, you see what the Dutch left there. So if you go anywhere in the world, you see what the French left there. So. Yes. Das hier ist die Ruine einer alten Ebenezer Methodistenkirche hier mittens im Busch. Also mehr Busch geht gar nicht. Die hat der Fikusbaum eingenommen. Mit seinen krassen Wurzeln, ey. Bin ich wieder voll in meinem Element hier. Guckt euch diesen Bambus an. Das schnellst wachsende Gras der Welt wächst am Tag 6 cm. There's something coming down. Boah, davon ist es. Wir sind endlich da und ich hör's auch rauschen. Auch wenn jetzt nicht sehr viel runterkommt, aber immerhin kommt was runter. Also nichts wie rein. Thank you.
Jetzt bin ich also hier hinterm Wasserfall. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass der Wasserfall richtig viel Wasser hat, dass man mich überhaupt nicht mehr sieht von außen. Und so hat sich Kwame hier vor den Briten versteckt. Wenn wir mit Gästen hierher kommen, grillen wir auch ab und zu mal frischen Fisch zur Stärkung nach der Wanderung. Also wie ihr seht, wenn ihr die Off-the-Beaten-Track-Touren sucht, die Dschungeltouren mit verstecktem Wasserfall und Grillen auf Holzfeuer, die gibt es bei uns. Das war eine verdiente Abkühlung nach der schweißtreibenden Wanderung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem gern einen Daumen nach oben, falls noch immer nicht getan. Drückt da unten auch bitte kostenlos auf den roten Abonnieren-Knopf. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, eure Kader.